Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Chinatown Wars. Was? So, ich quatsch mal hier mit dem Typ da. Ja, Was mit macht er dem denn? Wenn er denn mal China. machen will. Kennst du den Typ? Verschwinde, du Arsch, ich bin beschäftigt. Was? Außerdem ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Showboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Wir kennen uns nicht alle. Setara sagt, du könntest mir helfen. Gib mir irgendwas. Wieso hast du das nicht gesagt? Auntie Shu hat ein Büro in der Import-Export-Firma auf der Gold Street. Da sind Aufzeichnungen. Aber sag Setara, dass wir damit quitt sind. Ja, danke. Was macht denn der da? Kacken oder was? Keine Ahnung. So. Ah, das ist ja nicht so weit. Kann man hinfahren. Aber mein Auto steht ja nicht so weit. Ja. Ich habe da mal vorhin ein bisschen aufgeräumt. Ja, so sieht es auch aus. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. So, was geht? Du musst da, glaube ich, rein. Und da sind ganz viele, viele Leute. Ne? Echt jetzt? Ah, jetzt muss er aber wahrscheinlich trotzdem da dran, oder? Ja. Schade, Man, schade. ja. War ja aber auch zu einfach gewesen, Ein bisschen. wenn du da jetzt einfach Man so kann ja nicht rankommst. alles haben. Jetzt musst du da irgendwie rein, wahrscheinlich über den Weg oder so. Ja, hier, halt, denke ich mal. Da musst du wieder was hacken. Und wo ist denn hier das Hacker-Ding? Da vorne ums Eck. Kein Problem. Hey, du Wichser! Der hat einen Stein nach dir geworfen. Was hast du denn gedacht, was er macht? Keine Ahnung, ist der noch ganz dicht oder was? Hast du die jetzt alarmiert? Nee. Warum kommen die dann alle? Weiß ich nicht. Alter, sind es viele. Danke fürs Loch aufmachen. Nein! Scheiße! Jetzt wirst du genatzt, jetzt wirst du genatzt. Oh, 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 oh. Du bist aber mutig. Ja, das kann ich. Hä, wie die haben dich verloren. Jetzt kommst du da nicht mehr durch, weil der da liegt oder was? Keine Ahnung. Hä, warum sind die jetzt gestorben? Weiß nicht, aber wieso komme ich denn. Wieso kann ich denn über den Vogel da nicht klettern? Was ist das für ein Arschloch? Ja, es liegt halt da. Ja und? Das ist doch kein. Was geht? Du wirst beschossen. Du bist doch aber gar nicht im Sperrgebiet drin, oder? Nee, außerhalb. Ich glaube, dem hackt's den Vogel hier. Sage mal, von wo kommen denn die? Wer schießt denn da? Alter, die knall dich voll weg. Aber dass du noch lebst. Ja, ich kann das halt. Siehst du? Du hast ihm den Arm geschlagen und. Ein Bumba und schon. Boah, der hat ja voll mit der Schrotflinte da einen reingedrückt. Wer schießt denn da schon wieder? Auf dem Dach, auf dem Dach. Geht's noch? Der, wo deine Drohne mit dem Stein beworfen hat. Ihr kleinen Stricher. Jetzt kommen da auch noch die Polizisten. Ja gut, aber die suchen sie ja eigentlich nicht, oder? Ach, das sind gar nicht die Bullen. Ich glaube, du bist am Arsch. Was ist... Hä? Hilfe, bitte! Hier ballert jemand rum! Echt jetzt? Ja, du bist es nicht. Du machst ja mit dem Jojo kaputt. Ja, ich kann ja gar nicht schießen. Jetzt mach ich erstmal den da oben platt. Wenn denn das geht, problemlos. Wie der sich da rumdreht, hey, wenn er da diesen Ja, Ding bekommt. ein bisschen. Gibt's hier überhaupt noch jemanden, den ich platt machen müsste? Oder habe ich die schon alle platt gemacht? Da steht einer. Ein Und Hund! ein Hund. Als ob du den Hund gerade mit dem Jojo getötet hast. Ja, zu Recht. Da rechts ist eine Klappe. Ja, aber wo ist denn hier das komische Freischaltding? Eins oben drüber. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, da ist eine Klappe gewesen. Da an der Wand rechts. Da im Eck. Ja, aber. Vielleicht kannst du da hoch oder so. Schauen wir mal. Irgendwie. Oder kannst du das jetzt direkt da hacken? Oder ach, das musst du gar nicht hacken. Da ist eine Tür. Macht ja keinen Sinn. Und da kannst du dadurch an die Dann Kette gehe ich raus. halt wieder raus.
Was? Nerv mich nicht. Da kommt einer ums Eck gleich. Kann er ja. Kriegt auf die Fresse. Ah, der ist drin. Haust du ihn jetzt um? Eigentlich wollte ich ihn umklatschen, aber irgendwie... Irgendwie wollte er nicht. Ja, aber wo ist denn das Ding? Und ich werde ja schon wieder von jemandem gesehen. Vielleicht kannst du von oben irgendwie rein. Der hatte Geld. Hä? Nee, das ist doch der scheiß Safe. Ja, und dieses Ding ist ja da hinten da. Ja. Der Knopf da. Der Knopf, der Knopf. Vielleicht kannst du den mit dem Hydrocopter hacken. Nee, das geht nicht. Aber wie komme ich denn? Aber kannst du den da, da waren ja diese Rohre, kannst du da vielleicht irgendwie rein? Weißt du, diese Rohre oder so? Ja, mal schauen. Irgendwo. Und es kann ja nicht sein, dass du da nie reinkommst. Hier geht nichts. Muss ja irgendwie anders gehen. Mit der Kamera? Nein! Das muss doch da noch eine Etage geben. Ja, eigentlich schon. Ja, ich meine, der steht ja auch da oben drin. Ja, irgendwie muss man da ja hinkommen. Na, da steht jetzt dein komisches Ding da. Was dir aber irgendwie nichts gebracht hat. Mal halt einen auf Jackie Chan. Jackie Chan! Naja, auch nicht. Hä? Das war's mit Jackie Chan. Ja, der hat... Vielleicht gibt's ja doch da irgendwie nochmal eine zweite Etage, wenn du da reingehst. Muss ja irgendwie. Ja, irgendwie musst du ja da dran. Man könnte auch einfach wieder die Tür nehmen. Ja. Wie schlecht. Oh Gott. Da steht aber einer. Der hat andere Sorgen. Der hat eine Nachricht bekommen. Ja, nee, ich habe den quasi elektronisiert. Elektroschockerisiert? Ja, so eben. So, war ja gar nicht so schwer. Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. So. Aber man stellt sich halt auch gerne an. Ja. Ja, vor allem das Geile ist, weißt, ich muss ja nur dahin und hätte quasi diesen scheiß Knopf überhaupt nicht gebraucht. Ne? Dann hättest du nur gebraucht, um von außen reinzugehen. Ja, beziehungsweise wenn ich von jetzt dann halt da raus will. Ja. Und das alles für ein Tablet. Ein Tablet. Was für an ist. Für ein Tablet. Was an ist und einfach da rumliegt. Ja. So gehört sich das. Ist das ein Bär? Bär. Die Figur oder ist so das doch. Das ein, ach so, dieser Löwe ja. Dings da. Vielversprechend. Mal sehen, was du versteckst. Hast du was Gutes? Dokumente. Kannst du Chinesisch? Kokain. Nein, aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von was? Computerknoten, Generatoren, eine schwimmende Serverfarm, internationales Gewässer irgendwo beim Kabel zwischen China und den USA. Die Pazifikflotte scheucht schon seit Jahren Schiffe und Unterseeboote da weg, aber die haben recht viel Nass zu überwachen. Nicht, wenn du die richtigen Koordinaten hast. Vielen Dank, Auntie Shoeboys. Schön, und jetzt verschwinde da. Ja, schrei mich nicht an. Warum nimmst du nicht das Auto? Nein. Huch. ich bin lieber Mopedfahrer. Okay. Da ist eine Kirche. Drauf geschissen. Wo muss ich hin? Mission abgeschlossen. Ja. Ja, jetzt kommt gleich die Nachricht und dann geht's weiter. Im Text. So, das ist toll. Wie ist der Plan, Stan? Den Kahn hacken, uns mal drauf umsehen und vielleicht rausfinden, wieso Blum jemand mit Bellwether auf die Börse loslässt. Das einzige Problem, er ist außer Reichweite. Okay. Der Kahn wird nicht mit CTOS vernetzt sein und chinesische Protokolle nutzen. Aber ich habe einen Fix für dich. Easy peasy. Easy peasy? Seite rein. Du brauchst einen guten Handyempfang. Ich schicke dir Koordinaten zu einem Leuchtturm in Marem. Ja, dann mach mal hin. Dich da mal umzusehen. Der Blick ist spektakulär, Hacker. Komm, lass krachen. So, wo muss ich hin? Wieso markiert nach den? Chinatown. Nein, gar nicht. Ah, da kommst du gerade her. Wo ist denn hier der scheiß Punkt? Hä? Ah. Oh, wieder am Arsch der Welt. Dann jumpen wir da mal hin. So, dann habe ich kein Moped mehr. Wärst du mal hingefahren? Nein, das geht zu lang. Da ist noch ein Moped. Aber hier gibt's, ja, aber das
Da ist ein schnelleres Moped. Das sind robotergesteuerte Armeen bald Wirklichkeit? Die Hackergruppe DedSec gab heute eine beunruhigende Warnmeldung bekannt. Ja, halt die Klappe. Sie zeigte Material aus einer geheimen Einrichtung über Technologien, die für die Bekämpfung von Randalierern vorbereitet werden. Das Bild nervt ja mal gar nicht da. Drück's weg. Nein, falsch gedrückt. Falsche Taste. Achso, ich muss gedrückt halten. Ja, du musst halten, damit du das zumachst. Steht ja da. Ja. An sich selber wäre es gar nicht so schlimm, aber das ist ja voll im Sichtfeld. Voll nervig. Naja, die... Vor allem wissen wir das ja alles schon. Ja, aber das ist ja... Die berichten ja nochmal über uns. Ja, das sollen sich die anderen anschauen, das kennen wir ja schon. Die Physik genau. Ist so geil. So sieht das gut aus. Ja, das ist halt das kleine Problem, was ich finde bei Watch Dogs. Also die Steuerung von Fahrzeugen ist für den Arsch. Ja, ein bisschen. Und vor allem als alter GTA 5 Spieler oder 4 oder wie auch immer. Du musst da nach oben. Ja, ja. Gib mir dein Geld. Du stehst halt noch direkt neben ihm mit dem Smartphone in der Hand und siehst ihm das Geld ab und er merkt es nicht. So. Und Bauzilli. Streichel es. Nein. Ich fasse da nicht alles an. Streichel es. Nein. Okay. Streichel ihn. Oder sie. Es. Ja, es. Das ist ja ein Leuchtturm. Oh, eine Lackierung. Ja. Für den Jumper. Für den Pumper? Für Jumper? Den Jumper. Jumper, Jumper. Für Chewbacca. Oh. Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie kommt's in letzter Zeit ganz schön oft vor, dass wir über Star Wars reden. Ja, obwohl ich den Scheiß nicht mal gesehen habe. Ja, ich kenne sie schon alle, bis auf den allerneuesten, okay, den ich mir definitiv auch nicht angucken kann. Hey Ray, der Blick ist echt spitze. Ich lüge nie, mein Freund. Aha. Vertragt euch ihr zwei. Bist du bereit, Ray? Yep. Die Protokolle warten auf dich. Mal sehen, was es mit dem Kahn auf sich hat. Na, hacken wir aber schon wieder die Welt, oder was geht? Das ist doch das Glasfaserkabel. Ja, jetzt hackst du das Glasfaserkabel. Ne, denn. Oder so ähnlich. Ich weiß zwar nicht, wie man doch, Kabel hackt. Doch, das ist hacken. Die Welt. Was, hacke den Kahn? Wo ist er denn? Wie ist der Plan? Wenn ich den Plan kapiert habe, und da bin ich sicher, gibt es da Kameras, die ich hacken kann. Ich werde mich da drin mal umsehen. Muss ich jetzt einmal hier komplett um die Welt erst eiern, damit ich dann... Ich genau weiß, wie. Da ist was. Das ist verrückt. Nee. Ich oder? Liebe es. Ich will ja, wahrscheinlich müssen sie erst fertig machen. Ja, ja, klar. Zu uns bringen. So nervig, ich geh rein. So, dann hacken wir halt den Kahn. Was müssen wir? Das Ding versenken? Leo und Kuhn. So, da muss ich was hacken. Ich sehe auch ein Admin-Terminal, aber ich muss mich umschauen und irgendwo Zugangsdaten finden. Ja, hier wahrscheinlich. Erste gehackt. Ich glaube, ich habe das Passwort. Du kannst Chinesisch? Ist eine numerische Sequenz. Ein Versuch schadet nicht. Ist irgendwie oben, oder? Ja, irgendwie schon. Und wie komme ich da? Da ist ein Jumper. Das kann ich. Kann da höher springen wie unser? Nein. Aber da ist doch noch was zum Hacken. Josh-Spielzeug oder Sitara-Spielzeug? Jetzt kommst du da gar nicht durch. Das ist ja doof. Die ich fernsteuern kann. Aber spiel bloß nicht mit mir. Ja, man kann es auch einfach so machen. Ein bisschen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Jetzt musst du vielleicht mit dem Ding raus oder so. Ja, irgendwie sowas. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Aber wie komme ich denn da hoch? Vielleicht musst du irgendwie halt irgendwie irgendwo raus. Oder so. Ja, irgendwie muss ja... Ah, da oben irgendwie. Hä? Ja, da kannst du hochfahren, oder? Hast du gesehen, die Rampe? Das da ist eine Rampe, ja. Wenn du nach links durchfährst, kannst du da hoch. Fast bist du da. Jetzt nicht abstürzen. Ja, okay, hier kann man schon nicht mehr abstürzen. Ja. Na gut, sag sowas nicht. Ich kann das schon. Mach's noch Ruf. Was geht? Dieser Raum scheint wichtig zu sein. Missionsziel erfüllt. Nein, das will ich nicht lesen. Deshalb lieben wir Leute, die das kleine Passwort-Merken-Kästchen ankreuzen. Ich habe ein Login gefunden. Und jetzt?
Ich glaube, wir haben jetzt Zugang zu den Schiffssystemen. Super. Geh wieder zurück zum Admin-Terminal. Na. Da bist du ja schon. Ja. Und jetzt versenkt mal die Kiste, oder was? Ich bin drin. Irgendeine Idee, wie du den Kahn näher ans Ufer bringst? Ja, einfach hinsteuern. Lass sie denken, sie hätten ein Leck. Ja, klingt gut. Okay, ich habe die Treibstoffanzeigen gehackt. Die denken, sie sind auf Reserve. Sie kommen zum Auftanken rein. Cool. Bei den Docks in Marin wartet ein Boot auf dich. Na dann, da musst du jetzt wohl da rein, ne? Na, ich oder du? Einkommen, Fehler. Unbekannt, unbekannt. Ja, der verdient wahrscheinlich nichts. Er ist zu unbekannt. Den kennt man. Nee, der verdient so wenig, dass es nicht lohnt, sich angezeigt zu werden. Er verdient nicht, er zahlt. Genau. So. Da muss aber noch irgendwo was sein, was ich... Ja, da vorne ist ein Dings. Ja, dann nehmen wir das doch gerade noch mit. Bist du da nicht irgendwie mit dem Jumper hin oder so? Nee. Da war ich so klettern. Ist ja einfach. Ein Forschungspunkt. Ja. Eingesnackt. So. Und jetzt soll hier irgendwo ein Boot sein. Guck mal, da unten steht schon eins. Wenn's aber da muss er da hin, oder? Da hinten, da ist so eine Markierung gewesen auf der Karte. Wo? Oder ist es das Schiff? Das wird wahrscheinlich das Schiff sein, keine Ahnung. Ah, dann kannst du das Boot da klauen. Kopfsprung auf den Stein. Ja, läuft. Wahrscheinlich kommen wir aus dem Wasser da nicht mehr raus und dann kann ich nicht ins Boot steigen, weißt du? Das wär's ja. Ja, wird mich nicht wundern. Ja komm, gib mal Gummi da. Und da gab's noch einen Tunnel gleich. Ein Tunnel? Ja, da rechts. Hä? Wollen wir jetzt sagen, dass da auf dem Boot keiner ist, aber das steht da einfach mal dumm rum. Ja, und bewegt sich nicht. Ja gut. Die haben den Anker ausgeworfen. Ja. Fahren! Das ist jetzt das erste Mal, dass wir Boot fahren tun. Echt? Glaube ich. Alcatraz. Oder? Waren wir da auch schon. Oder? Weil hinter dir war, glaube ich, ein Dings. Ein kleiner Tunnel, wo du durchfahren konntest. In der Tunnel? Lichtung. Ja, keine Ahnung. Ist doch ein Tunnel. Ja. Oder so. Ja, aber guck mal, wo. Nee, ich glaube, ich muss ja auf die Straße. Ja, guck mal, wo du hin musst überhaupt. Ha! Ah ja. Siehst du? Du wärst jetzt von außen rumgekommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt bleibst du mit den Antennen hängen und kommst nicht durch. Und sauf ab. Aber ich fahr dich dahin und du darfst den Rest machen. Du musst noch weiter rechts. Ah, da ist noch ein Boot. Ein Segelboot. Na, wollen wir ein Segelboot? Nein. Schiff versenken. Schiff kaputt. Huch, was ist denn hier für ein Wellengang? Was geht? Krass. Ich heb ab. Ja. Irgendwas zieht mir am Hoden. Ja, hier sind jetzt viele Boote. Ja. Ach, die kannst du auch steuern? Ah ja, natürlich. Ich kann alles steuern. Oh, das ist ein Speedboat, oder? Das fällt mir jetzt gleich rein. Es sah so aus. Was hab ich hier für eine... Ups. Eine Rülpskiste. So ein Fischerboot oder was? Ein Fischkuter. Ja, das ist ein Fisch. Mit Riesenantennen. Oder sollen das Angeln sein? Nee, das sind schon Antennen. Nee, das sind Angeln. Du hast da schon recht. Ah. Glaube ich. Also die an der Seite auf jeden Fall. Ja, und die da oben auf dem Dach. Denke ich auch. Die sehen aber voll aus wie so irgendwelche Antennen oder Ich denke, das werden für die Großfischerei. Wo du, keine Ahnung. Oder wie bei den Polizeiautos. Die haben auch solche riesigen Antennen. Du meinst die Funkturm Dings da? Die Polizeiantennen. Ja, ja. Polizeiautos. Die, wo 5 Kilometer lang sind. Ja. So. Jetzt hättest du hier. Ah, jetzt musst du hier ins Boot einsteigen. Wie schlecht. Naja. Nicht schlecht. Aber das darfst du dann im nächsten Part machen. Backflip ins Wasser, ersoffen. Ja, abgesoffen. Abgesoffen, gestorben. Und das war's dann mit Dezek. Ja, der Markus kann nicht weitermachen, weil er verreckt ist. Ja, weil er besoffen ist. Besoffen oder abgesoffen? Beides. Ach so. Er ist besoffen, abgesoffen. Zu viel Salzwasser geschluckt. Ja. Also gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.